Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei King of Retail mit eurem Bobas. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, gleich mal reinzugehen in den Laden, weil allzu viel passiert ja nicht. Wiebke ist auf jeden Fall am Auspacken. Die wird mir auch wahrscheinlich das ein oder andere drum kaputt machen, ganz klar. Aber ist ja egal. Haben wir ja gesagt, das ist Wurst, weil ja wegen den zwei, drei Artikeln oder vielleicht auch vier, fünf Artikeln ist es mir nicht so wichtig. So, sie ist auf jeden Fall am Auspacken, hoffe ich zumindest. Ach, sie ist sogar schon am Einräumen, oder was? Wiebke, wo rennst denn du rum? Hängt wohl schon alles in den... Tun sie gerade mal davor. Ist da schon alles ausgepackt? Da ist ja noch gar nichts ausgepackt. Wiebke! Kann das sein, dass die noch nicht geschult ist, insofern, dass die nicht weiß, wie die was auspacken muss? Oh Mann, aber das ist schon wirklich strange. Ich hoffe, sie schafft es zumindest, die Sachen einzuräumen in die Regale. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine Kasse offen. Das ist im Grunde ausreichend. Das muss auch nicht mehr sein. Charlotte ist... Ja, okay. Die könnte ich eigentlich dann gleich erst einmal hier mit auspacken lassen. Das wundert mich jetzt absolut, warum die nicht zum Auspacken geht. Kann sie das nicht oder was ist passiert? Naja. Auf jeden Fall finde ich es auch ein bisschen seltsam, dass die Artikel so durcheinander gewürfelt sind. Ne, dass nicht immer irgendwie von einem Ding halt dann alles drin ist oder dass dann zum Beispiel nur Hosen drin sind oder was weiß ich. Irgendwie so in der Art. So, und ich hoffe für euch, ihr räumt das Zeug ein. Ne? Die Sportschuhe ist klar, die können da noch nicht einräumen, aber die anderen Klamotten, die wenigstens. Oder kommen die nicht ins Lager oder was ist los? Weil ich stehe ja immer noch alleine da. Und Charlotte ist ja auch jetzt halt fürs... Warte mal, Charlotte, dich packe ich jetzt halt wieder an... Nee, in den Verkauf. So. Du machst jetzt wieder Verkauf. Das ist ja übel. Und? Seid ihr am Einräumen oder... Hm, keine Ahnung. Okay, ich brauche jetzt auf jeden Fall zwei Schuhregale. Kleidung, Schuhe. Und die mache ich natürlich auch wieder da hinten an die Wand mache ich die. Einmal und zweimal. Dann packen wir hier natürlich die Schuhe rein. So, wo seid ihr? Oh je, da ist schon wieder jemand an der Kasse. Und man soll ja im Grunde immer wirklich eine Kasse offen lassen, ne? Mich wundert es nur, warum die eine Kasse offen ist. Geh ran! Das ist echt sehr fragwürdig. Normalerweise, die lassen eine Kasse offen, wenn sonst kein anderer Kassier an der Kasse steht. Also so viel ist klar. Thank you. Aber warum jetzt halt das war, das kann ich jetzt nicht beantworten, weil normalerweise hätte das passen müssen. Thank you. So, und wo sind meine Einräume? Charlotte? Nein? Ich habe Ricarda, die einräumt. Keine Ahnung, wo die rumrennt. Sag mal, können die nicht einräumen oder was ist los? Pack jetzt mal hier selber schnell das Zeug rein. Ricarda rennt nur von einem Regal zum anderen, wo ein Teil fehlt. Naja, ich lasse es jetzt mal. Ist egal. Wir könnten ja im Grunde hier nochmal Schuhregale hermachen, das ist ja egal. Kleidung, Schuhe. Zack. Machen wir da nochmal eins hin. Ups. Und... Da nochmal eins. Hoffentlich geht es. Nein, das geht nicht. Und dann machen wir eben da noch eins hin. Und dann packe ich dann nochmal die Sportschuhe rein. Kleidung, Schuhe. Weil je mehr Regale natürlich da sind. Ah, okay, jetzt ist eingeräumt. Je mehr Regale da sind, desto öfter muss natürlich aufgefüllt werden. Ne? Das ist auch klar. So. Und dann nochmal die Sportschuhe. Und dann hätten wir auf jeden Fall von den Sportschuhen genügend. Na, die sind noch nicht eingeräumt, ne? Ist nur die Frage, warum.
wundert mich jetzt echt. So, ich mache mal die Kasse hier mit auf. Warum wird das nicht aufgefüllt? Ah, na also. Es geht doch. Jetzt nicht an mir rumhängen. So, Annabelle schaut mir ein bisschen gestresst aus. Aber ansonsten müsste hier eigentlich alles ganz gut laufen, ne? So, 11.26 Uhr. So wie es ausschaut, ist da hinten jetzt halt auch endlich mal eingeräumt. Das Regal ist halt immer noch nicht eingeräumt. Ganz, ganz strange, ehrlich. Ich würde jetzt sagen, wir machen mal ganz kurz unsere Bestellung. Mindestlager 185 Artikel. Okay. Hey. Sehr seltsam. Mal schauen, ob ich hier. Harry kommt gerade rein. Geht ins Lager. Packt die Kartons hin. Zack, zack, zack. Sind ja nur 5 Paletten ungefähr. Jawohl, jetzt hat geht jemand raus ins Lager. Nochmal jemand. Okay, gut. Ich bin echt mal gespannt, ne? Aber warum die hier so an den Wänden rumglitschen, das ist eine komische Sache. Aber ich denke, wir müssen das jetzt einfach mal laufen lassen. Bis zum Feierabend. Mal gucken, ob jetzt da noch was aufgefüllt wird oder nicht. Oder Moment, wir bleiben mal beieinander. Wir beobachten das jetzt mal. Ob jetzt da was aufgefüllt wird oder nicht. Ich würde gerne die Kasse wechseln. Okay, ich gehe mal da vorne hin. Zack. Dass ich das mal ein bisschen im Blick habe. Aber es wird immer noch nicht eingeräumt, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Lager jetzt gerade leer ist. Ah, jetzt hat. Der Colin ist unterwegs und räumt ein. So kürze ich das. Ich bin mal gespannt, weil die rennen halt dann doch immer wieder an das eine Regal hin, wo dann vielleicht ein oder zwei Artikel rausgenommen wurden, bis dann endlich einmal das andere aufgefüllt wird. Aber solange aufgefüllt wird, verkaufen sich auch die Artikel. Und man sieht ja auch im Umsatz, dass es doch nach oben geht. Also das ist die Hauptsache, ne? Umsatz braucht man nämlich. Die Schuhe werde ich wahrscheinlich dann auf 15 setzen mit den Mindestlager, dass es so ist wie bei den anderen. Oder ich lasse es einfach, ist egal. Normalerweise sollte es egal sein. So, Mitarbeiter sind eigentlich noch ganz okay. Wir haben 18:30, also nicht mehr allzu lange, 2,5 Stunden noch. Und die Kassen, die laufen. Okay, das ist auf jeden Fall gut. Wir haben einen in der Warenbefüllung. Ja, ich muss tatsächlich schauen, dass ich nochmal jemanden mit rausnehme in die Warenaufbereitung. Jetzt hängt die Ramona da hinten fest, Mensch. Ramona. Die ist wahrscheinlich schon eigentlich nach Hause gegangen, ne? Warum? Warum ist dem so? Muss ich da irgendwas umstellen oder umsetzen, dass das geändert wird? Hm. Habe ich vielleicht zu viel Kassen? Verwirrt es die Leute? Ja gut, noch eine Stunde. So, wir sind noch zu zweit an der Kasse. Was ja ausreichend ist um die Zeit. Man sieht es ja, es ist nicht mehr so viel los. Die geballte Zeit ist eher in den Mittagsstunden. Ah, Ramona hat jetzt auch endlich sich gelöst. Feierabend. Jawohl. Und, ist da noch ein Kunde, der... Nein, der hat wieder den Weg zur Kasse nicht gefunden. Ist ein bisschen schade, aber gut, es ist halt so. Mich stört es jetzt halt eigentlich nicht einmal, dass dann um 22:30 wirklich Schicht im Schacht ist. Weil normalerweise wissen die Kunden ja Bescheid, ne?
22 ist fini und dann ist gut. So, Mindestlager 323 Artikel werden wir bestellen. Ich habe mir schon überlegt, ob ich nicht ins Lager doch nochmal eine Palette hinsetze, die ein bisschen mehr puffert. Sollte ich mal eine Bestellung haben, die über die 400 hinausgehen, wobei das im Grunde nicht vorkommt, weil ich ja zwischenrein immer bestell. So, Birte, hast einen Punkt, alles klar. Ich könnte dich eigentlich mal auf Schulung schicken, das ist egal. Dann habe ich zumindest die Stammmannschaft auch mal soweit. Ken, du hast einen Punkt hier, jawohl. Melvin, du warst auf Schulung. Jetzt kann ich dir einen Punkt geben. Franziska. Jawohl, dann ist die schon mal von der Kasse komplett befreit. So, Kassiertempo auf jeden Fall erhöhen. Ramona. Ah, Fehlerteufel ausgeschlossen jetzt. An Katrin. Oh ja, da müssen wir auf jeden Fall viel noch machen. Ah, die lernen halt nur wirklich so stückweise, ne? Das ist halt einfach so. So, E-Mails, höhere Löhne, mein Gehalt. Bestellungen, Mindestlager, okay, das passt alles. Wir gehen nochmal hier auf Mindestlager. Ich gehe nochmal auf die Schuhe. Ich denke, ich setze das nach oben. Jetzt habe ich ja zwei Regale jeweils für diese Schuhe gemacht. Also kann ich da auch die Stückzahl nach oben setzen. Ich denke mal, das ist okay. Oberteile lasse ich so. Und die Hosen sowieso. So. Und nochmal Mindestlager, sind nochmal 40 Artikel. Passt, wir haben jetzt noch in der Kasse 5000. Gut. Schauen wir nochmal hier. So, Kasse, wir haben eine da. Und eigentlich haben wir schon eine Stammmannschaft hier, die ganz gut am Werkeln ist, ne? Ich könnte jetzt mal gucken beim Ralf. Der muss halt auch noch viel, ne? Viel, viel, viel. Aber das andere ist natürlich, wenn die nicht kassieren können, dann ist natürlich das Problem, dann lernen sie auch nicht so schnell. Vielleicht nehme ich dann den Ralf jetzt zum Beispiel nochmal weg von den Kassen und packe den jetzt mal ins Lager. Ach, und das ist das, was fehlt. Das Paletten auspacken. Jetzt, das ist das Problem. Okay, lasst uns mal hier drauf gehen. Und zwar hat die Wiebke quasi da eine Auspackschwäche. Nein, da drauf. Ja, die kann noch nicht auspacken. Das ist das Problem, deswegen. Okay, wir müssen nochmal jemanden von den Kassierern mit reinholen. Ich schau mal, wie ist es mit Mirko? Mirko kann auf jeden Fall Paletten auspacken. Das heißt, ich hole ihn jetzt erst einmal weg von der Kasse. Ich packe ihn mit ins Lager. Weil während er dann nämlich auspackt, kann die Wiebke auf jeden Fall dann die Ware einräumen. Alles klar, aber ich packe dich hier vorne rein. Ganz klar. Na komm. So. Dann kann, also er, denke ich mal, wird richtig hochschießen, der Mirko. Von den Punkten her, schätze ich jetzt mal. So, ansonsten ändere ich jetzt mal nichts. Ich denke, hier in der Zeit ist es ganz okay. Ricarda, die ist eigentlich fit, was das angeht, ne? Und der Colin ist ja auch fit, was das Auspacken angeht. Der Ben auch. Ich muss noch mal jemanden in die Wiederbeschaffung tun. Was ist in der Colin noch gut? Nix. Ah, das ist so ein bisschen herumgeschlichter. Ne? Nee, die muss ich lassen in den Bereichen. Okay, dann sind Mirko und Wiebke sind eigentlich so meine ersten zwei, die ich hier ausbauen werde. Ich könnte mal noch gucken, wen ich noch vielleicht aus der Kasse ziehen kann. Vielleicht noch die Ramona. Das sollte normalerweise auch passen, weil ich habe auf jeden Fall jemanden in der einen Stunde noch mit an der Kasse. Wir könnten auch den Paul. Ja,
den Paul schiebe ich jetzt mal. Sorry, dass ich jetzt nicht wieder so viel rumschiebe. Aber so ganz ideal ist es einfach nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann schiebe ich ihn mal hier noch mit rüber. Dann packe ich die Ramona, weil die nämlich auch auspacken kann, dann packe ich die auch in die Wiederbeschaffung. So. Zack. Und dann läuft's. So. Wie gesagt, ich lasse die immer auf dem einen Tag. Das ist jetzt dann der Samstag, wo die frei haben. Da gebe ich denen auch frei. So, Moment. Wiederbeschaffung. Ramona, du kommst auch bitte mit in die ersten 5 Stunden. Oder Moment, nee, die mache ich hier rein. Nee, obwohl, das ist eigentlich, weil die kann auspacken, ne? Die kann auspacken, das ist schon mal ein ganz guter Punkt. Aber Ramona, ich werde jetzt dir mal den Donnerstag hier zack reinknallen. Hups. Okay, du kriegst... Ach nee, die hat warte mal, dann den Mittwoch. Nein, nicht hier. So, ich lasse dir das. Ich mache dir den Mittwoch dann eben. Du schuftest einfach durch. So, und die Wiebke, die ist ja noch nicht so gut. Die schiebe ich jetzt mal eine Stunde später in die Schicht. Also wenn die Mitarbeiter noch fit genug sind, dann versetze ich einfach diesen Balken, ne? Und versetze ich den Balken einfach mal. So, Verkäufer haben wir auf jeden Fall genug. Marketing brauchen wir jetzt halt noch nicht. Passt. So, gehen wir mal rein in den nächsten Tag. Okay, und rein zum Laden. 16.600 haben wir mittlerweile im Konzern. Das ist natürlich auch nicht verkehrt, ne? Weil während ich versuche, hier meine Mitarbeiter zu schulen, ist natürlich das Gute, verdiene ich halt dann jeden Tag so ein bisschen Geld. Das ist zwar nicht viel, aber ich verdiene. So, jawohl. Ramona ist hinter, Mirko ist hinter. So. Jawohl. Jawohl, so ist es schön. So gefällt mir das. Kaputte Ware, ein Artikel. Ich hoffe wirklich, dass das was bringt. Ich weiß es nicht. Die machen halt immer wieder Artikel kaputt, aber okay. Ist halt einfach so. Die sind ja noch voll am Anfang, ne? Kaputte Ware, oh Gott. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, wie viele Artikel das waren. Aber es sind auf jeden Fall einige. So, ich lasse mal das Ganze rennen. Vielleicht denke ich dran beim Schneiden, dass ich das dann nochmal nachzähle. Dass ich das einfach mal mit einblende, wie viele Artikel da kaputt gegangen sind. Ah, kaputte Ware. Aber sie sind schon hier am Einräumen, das ist auch schon mal gut. Ist klar, jede Palette bringt natürlich dann kaputte Ware mit sich, ne? Das ist auch ganz klar. So, aber wie wir das da wegbekommen, ich weiß es nicht. Ich muss es einfach ignorieren. So. Passt. Und dann lassen wir es halt einmal laufen. So, ich habe jetzt mal die Kasse umgestellt und habe festgestellt, anscheinend, wenn die weglaufen von der Kasse, dann laufen die meistens geradeaus, also in, ne, weg von der Kasse. Also, so wie die Kasse steht im Grunde, laufen die geradeaus weg. Und dadurch sind die natürlich immer zur Wand hingelaufen und haben wahrscheinlich hier Probleme gehabt dann wegen der anderen Kasse. Ich habe jetzt da vorne zwar immer noch ein paar Leute, die da immer wieder dagegen laufen. Ich denke, das hat wirklich was damit zu tun, wie die Kassen gestellt sind. Vermute ich jetzt einfach mal. So, der Paul hat Feierabend, jawohl. Die Maike ist an der Kasse. Aber jetzt bleiben schon immer so viele hängen, auf jeden Fall. Es hat was mit dem Stellen zu tun von den Kassen. Ganz klar. So viel habe ich jetzt nicht rausgefunden. Bestellung habe ich gemacht auf jeden Fall. Die sind auch gleich dann ins Lager gegangen, um auszupacken. Und wurde auch dann sofort aufgefüllt. Also diesmal ist es besser gelaufen. Auf jeden Fall besser gelaufen. Die Schuhe müssen natürlich sich noch ein bisschen verkaufen. Wir müssen schon vom besser laufen haben, ne?
Aber es geht doch ganz gut voran, muss ich sagen. So, Melvin. Ich kann mal ganz kurz auf die Ziele gucken. Ja, da hat sich ja nichts getan. Ne? Wir haben 262 mittlerweile verkauft. Ja, das ist... Also Umsatz haben wir schon ganz gut gemacht. Auch hier, wenn ich schaue, wir sind jetzt bei 19.000. Wir werden auf jeden Fall um die 22, schätze ich mal, am Abend dann haben. Minus den ganzen Abzügen. Ich denke mal, das hat sich jetzt halt ganz gut eingependelt, sodass ich mir wieder einen Puffer aufbauen kann. Es fehlt mir natürlich noch ein bisschen das Ganze, dass die Leute auch wirklich von den Schulungen her ein bisschen besser abschneiden. Also meine Schüler, die sind jetzt nicht gerade so die Besten, was das Lernen angeht. Aber ich hoffe doch, dass es nicht allzu lange dauern wird. Weil sonst haben wir nämlich in jedem Part den gleichen Schmonz. Von daher würde ich vielleicht sogar mal, keine Ahnung, mal eine ganze Woche oder was vorspielen. Und dann erst wieder mal einsteigen, um so die Veränderungen zu sehen. Und vielleicht baue ich auch den Laden da hinten vielleicht noch 3-4 Felder aus oder noch ein paar mehr. Muss ich mal gucken. Einfach, dass der Laden ein bisschen größer wird, dass sich das Ganze ein bisschen mehr verläuft. Ich denke, das ist auch ganz gut. So, jetzt hängt die Maike allerdings da hinten fest. Also ich denke, dass es auch nicht gut ist, wenn man die Kassen ganz nah an die Wand stellt. Es hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun. Deswegen ist es, denke ich, auch mal ganz gut, wenn man ein bisschen mehr ausbaut, nur noch ein kleines bisschen mehr ausbaut, dass man die Sachen ein klein wenig freier stellen kann. So, gucken wir mal. 363 Artikel. Wow. Und zur Mittagszeit habe ich 218 Artikel bestellt. Also der Abend ist definitiv immer besser, auf jeden Fall. So, wir gehen ins Büro. Jawohl, wir haben dann noch 10.800, also 11.000 knapp. Das ist natürlich nicht schlecht. Wir schauen mal, ob wir den einen oder anderen noch ausbauen können. Jawohl, super. Oskar. Machen wir da mal. Ich habe ja schon gesagt, ne, wenn die wirklich Prozente geben müssen, dann müssen sie halt, aber Hauptsache man verkauft was. Dich könnte ich eigentlich mal auf Schulung schicken. Du bist ja so im Stammteam. Und die Lara noch. Die... Machen wir da mal den einen Punkt. Die könnte ich eigentlich auch noch mal auf Schulung schicken. Naja, wohl, dann habe ich zwei Stammverkäufer weg, ne? Eigentlich egal. Eigentlich total egal. Wo sind wir denn? Wir sind noch nicht ganz bei einer halben Stunde. Ich überfliege das jetzt halt nur mal ganz kurz. Den Ralf würde ich gerne mal in einen freien Tag schicken. Warte mal, du hast jetzt dann... Samstag? Ja, Samstag hast du den freien Tag, das passt schon. Dann lassen wir dich noch drin. So, Wiederbefüllung ist auch okay. Vielleicht machen wir generell einen Tag frei. Das wäre, glaube ich, auch nicht schlecht. Jo. Ich würde sagen, wir gehen nochmal rein gemeinsam. Ich brauche wirklich einen freien Tag. Gibt's nicht. Bestellungen, wie gesagt, haben wir gemacht. Wir gehen rein in den Laden. Ich bin so ein alter Treiber, ne? Ich treibe die echt richtig rein. So, wir haben sogar nochmal einen Prestigepunkt bekommen. Ist mir aber auch egal. Jetzt werden wahrscheinlich dann der ein oder andere krank sein. Das kann auch möglich sein, ganz klar. Aber ist mir auch egal, weil dann mache ich nämlich jetzt dann einfach mal den Laden zu für einen Tag. So. Wir warten darauf, weil ich lasse die wirklich alles machen. Ich stelle mich nur an die Kasse und lasse die laufen. Ken, wohin läufst du? Nicht schön. Jetzt hat er es geschafft. Emily, wie ist es mit dir? Emily, du bist Verkäuferin. Warum rennst du jetzt gegen die Wand? Keiner weiß es, ne? Kaputte Ware, ist klar. Habe ich ja damit gerechnet. Es ist halt viel, ne? Also gerade da muss man dann natürlich schon schauen, dass man die gut ausbaut. Ich hoffe auch, dass die Wiebke dann so langsam mal geschult ist, dass die auch anfangen kann mit Auspacken. Es tut mir furchtbar leid, ja.
So, der Mirko als Einräumer. Ich muss die machen lassen. Ich kann die nicht jetzt laufend heimschicken dann. Die kriegen dann morgen quasi, mache ich dann einfach mal den Laden zu, dass quasi alle sich mal ein bisschen runterfahren können. Das ist ja auch hauptsächlich der Tag, wo die meisten dann voll sind mit der Schicht, also wo ich diesen Brückentag im Grunde gemacht habe, um das Ganze mal zu checken. Mirko, komm. 6 Uhr, du kannst jetzt heimgehen. Nach Hause, komm. Geh du nach Haus. Durch das, dass ich die halt auch keine Pause machen lasse, ne? Sondern würde ich sagen, die Wiebke kann jetzt auch nach Hause gehen. Ramona, das ist unsere einzige, die jetzt noch am Reinpacken ist. Insofern lasse ich die noch machen bis zum Schluss, jawohl. Es wird wahrscheinlich auch den einen oder anderen geben, der sagt, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich gehe. Kommt ja auch vor, ne? Wissen wir ja. So, Charlotte, du bist nicht die Einzige im Verkauf. Jawohl, sie hat jetzt Feierabend, sie geht Kaffee trinken. So, Franziska könnte ich rein theoretisch mal heimschicken. Ja, ich schicke die jetzt mal nach Hause. Genau, der Ralf muss noch ein bisschen lernen, ist klar. Vielleicht werde ich auch generell mal den kompletten Plan überarbeiten, dass ich das dann doch ein bisschen strukturierter mache und nicht so wahllos und reingeschmissen. Weil ich glaube, das ist eher kontraproduktiv, das Ganze. Dann lernen die halt immer nur so ein kleines bisschen. Ich schaue mir das Ganze echt mal an. Ich mache die ganzen dann vielleicht auf einen Sonntag oder sowas mit dem freien Tag. Oder auf Montag oder sowas, keine Ahnung. So, Annabelle, geh nach Hause. Ralf, geh nach Hause. Charlotte ist jetzt halt eh nach Hause gegangen. Die hätte ich aber jetzt dann auch nach Hause geschickt. Wir haben noch einen Verkäufer. Ja, ich brauche da ein bisschen eine andere Struktur. Auf jeden Fall. Ja, ja. Sie ist noch am Lernen, Mensch. Lass dir halt mal ein bisschen Zeit. So. Okay, dann kann ich jetzt mal meine Bestellung schnell machen. Wir gucken mal. Mindestlager 230 Artikel. Bestellen. Und natürlich liefern lassen. Lieferung ist da. Tralala. Also die Untertagslieferung wird wahrscheinlich so dem einen oder anderen auch im Konzern selbst den Arsch retten. Auch wenn die Lieferung kostet, aber die Artikel, die man dann zusätzlich verkauft, bringen halt wirklich Geld. Ne? Es reicht ja schon, wenn ich jetzt halt mal hier zum Beispiel diese Jacke mir anschaue. Die verkaufe ich für 6,50 und verkaufe sie für 18,20. Ne? Also, und wenn ich jetzt die nicht mehr da habe, kann ich sie natürlich nicht verkaufen. So, 5 Stück davon, sagen wir mal, das sind dann auch schon wieder... Moment, ich gehe nochmal drauf. 5 Stück davon, das sind dann auch schon mal 120 Euro. 120 Euro haben oder nicht haben. Aber wenn ich jetzt den kompletten Ständer nochmal verkaufen kann, habe ich natürlich schon die Lieferung wieder intus. Und das ganze andere Zeug, was ja auch noch mitgeliefert wird, kommt ja nochmal on top. Also wir haben dann einen zusätzlichen Verkauf, der auf jeden Fall viel bringt. So. Ich schicke jetzt mal den Paul nach Haus. Und ich schicke jetzt auch mal die Ann-Kathrin nach Haus. Und dann machen wir wirklich, den einen Tag mache ich dann zu. Aber da muss ich euch nicht mit dabei haben. Ihr wisst, wie das ist bei einem Tag zu, da mache ich nicht wirklich was. Vielleicht baue ich den Laden ein klein bisschen um, das Ganze ein bisschen optimieren. Dazu müsste ich allerdings den Laden auch ein bisschen vergrößern. Ich muss mal gucken. Das werdet ihr dann wahrscheinlich im nächsten Part sehen, weil so interessant, denke ich mal, wird es nicht unbedingt sein. Wobei manche von euch ja immer reingeschrieben haben, nee, ich möchte es schon gerne sehen. Ich muss mal gucken. Ich denke, ich mache eine Aufnahme, weil sonst ist ja das auch wieder eine Zeit, die mir da
verrinnt, ne, ist ganz klar, und ich dann nichts aufnehme. Und gerade die nächsten Tage werden für mich ein bisschen stressig, recht viele Arzttermine. Meine Impfung bekomme ich jetzt ja dann auch. Also da muss ich dann natürlich auch gucken, dass ich dementsprechend ein bisschen vorbereitet bin mit Parts, die schon vorproduziert sind. Weil nicht, dass ich dann in den Zeilen hänge und kann nichts machen. Na. So, ich denke, wir lassen jetzt halt einfach auch mal noch laufen bis Feierabend. Ey, das ist Hammer. Ich muss jetzt gleich mal, warte mal, ich mache mal zu. Und schau mal ganz kurz an die Regale. Okay, Schuhe. Ich habe noch einiges an Schuhen auf Lager. Warum? Weil die nicht reingeräumt werden, die Artikel, ne? Ja. Und alleine deswegen ist es schon eigentlich ganz gut, wenn man sagt, man hat noch den ein oder anderen zusätzlichen Auffüller da. Wie ist es denn da hinten im Lager? Wir können ja mal an das Regal gehen. Ich könnte mal eigentlich ein Regal nach vorne stellen, dass ich da nicht hinterlaufen muss, ne? Ja, es ist schon noch einiges da und vor allem bei den Schuhen. Genau, ich wollte doch einmal zumindest einen... nochmal eine Liefereinheit herstellen. Vielleicht nur so eine hier mit 120 Artikeln. Wahnsinn, ne? Warum das da nicht geht? Warte mal, ich stell die... Keine Ahnung, warum das nicht geht, ne? Naja. So als zusätzlichen Puffer habe ich ja gesagt, ne? Okay, packen wir mal hier noch Schuhe rein. Ey, ist das halt... Okay. Schauen wir nochmal Lager. Hosen haben wir eigentlich nur noch die abgerissenen. Oberteile ist auch noch einiges mit da. Oh, da ist es ja ganz gut, dass ich dann doch mal irgendwann hier reingeschaut habe. Um dann vielleicht noch den einen oder anderen Pausentisch hinzustellen. Oh Mann. Total vergessen, ne? Total vergessen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon in die Kommentare mal reingeschrieben habt, dass ich das ja vergessen habe. Keine Ahnung. So, genau. Ich stelle mich jetzt ja nochmal mit an die Kasse für die letzten 1,5 Stunden. Ich schicke die Maike mal nach Hause. Ich schicke den Sönke mal nach Hause. Und meine letzte Verkäuferin lasse ich natürlich noch da. So, Melvin und ich reißen das dann schon mit den Artikeln, aber ich glaube, das ist schon... Ich muss da ein bisschen umstrukturieren. Ich weiß, ich könnte das jederzeit beenden, indem ich natürlich hier bei den Zielen, ne, drauf schaue, dass wir das La Fisher Nebel noch weiter verkaufen, weil dann wären wir ruckzuck raus hier aus dem Laden, aber das will ich nicht. Ich möchte meine Leute schulen. Ich will die wirklich ausbauen, dass ich dann die Bewerbungen ans Headquarter schicken kann. Das wäre auf jeden Fall notwendig. So. Gut. Ich gehe einmal hier auf meine Mindestbestellung. Wieder 312 Artikel, ne? Zack. Ja, nicht schlecht. So, möchten Sie ins Büro gehen? Ja, möchte ich. 15.600 haben wir noch. Also da ist schon ein bisschen was möglich, ne? Schauen wir mal kurz auf die Mitarbeiter. Ich denke nämlich, dass der ein oder andere jetzt halt entweder frei hat oder krank ist. Aber die brauchen eigentlich alle. Da haben wir die Maike, die ist krank. Und die Lara, die ist krank. Okay. Wir machen einen geschlossenen Tag. Jetzt gucken wir erst einmal, dass ich hier noch ein bisschen was ausbauen kann. Ich kann nicht auf Schulung schicken. Die Annabelle bekommt hier einen Punkt. So, der Mirko. Lagerauffüllungsrisiko, jawohl, da müssen wir auf jeden Fall. Ralf, hier bei der Kasse, jawohl, die Tippfehler werden langsam weniger.
schnelleres Kassieren. Ramona. Jawohl, weniger Ware kaputt machen. An Katrin. Jawohl, weniger Tippfehler. Ach, das sind die schönsten Dinger, wenn man das endlich dann mal ausmerzen kann. So. Jawohl. Und schauen wir mal hier. E-Mails, natürlich zwei Kranke, ne? Wir brauchen alle einen freien Tag, alles klar. Die Bestellung haben wir gemacht, das ist auch in Ordnung. Dann würde ich sagen, für den nächsten Tag wird hier einmal Bleibmorgen geschlossen gemacht. Und dann machen wir das im nächsten Part gemeinsam. Ich weiß, ihr wollt es eigentlich auch immer sehen, wenn ich das mache, also machen wir das gemeinsam. Wir werden dann hier schauen, dass man noch möglichst... Ich hoffe mal, dass es vom Geld her reicht, 15.000 haben wir, sollte aber gehen, dass wir hier das noch mit dazu nehmen. Dann können wir die Kassen ein bisschen verteilen. Den Schulungsraum mit den Computern lassen wir natürlich so, wie er ist. Und auch das Lager lasse ich so, wie es ist. Ja, das geht jetzt ja dann wirklich nur darum, dass wir so ein bisschen mehr Verkaufsfläche haben, um das so ein bisschen auseinanderzuziehen. Okay, super. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir Kommentare da und dann täte es mich echt freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Insofern macht's gut, habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.